Das Angewandt-Projekt ist ein nationales Pilotprojekt zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur für das gesetzliche Messwesen. Das Verbundprojekt besteht aus 6 Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Im Projekt werden 2 Schlüsselprozesse implementiert, der digitale Eichantrag und der Software-Update-Antrag. Dabei steht die digitale Transformation der Prozesse im Vordergrund. Durch gezielte Prozessanalyse konnten die digitalisierbaren Teile der Prozesse identifiziert werden. Durch Angewandt wird eine digitale Qualitätsinfrastruktur geschaffen, die die rechtlichen Aspekte des gesetzlichen Messwesens abbildet. Es wird eine lose gekoppelte Service-Architektur geschaffen, in der die einzelnen Dienste unabhängig voneinander entwickelt werden können. Zusätzlich ist die DEMOL-Applikation der Eichbehörden um eine harmonisierte Schnittstelle erweitert worden. Diese erlaubt es, einen digitalen Eichantrag automatisch und medienbruchfrei zu stellen. Der digitale Gerätepass kann in Echtzeit Daten aus der Herstellercloud für ein bestimmtes Messgerät liefern. Diese Daten beinhalten alle essentiellen Felder, die für zukünftige Prozesse wichtig sind. Außerdem kann man sich diese Ansicht auf beliebige autorisierte Endgeräte via QR-Code oder PDF-Download anzeigen lassen. Das Angewandt-Projekt integriert weitere digitale Bausteine der PTB, wie das digitale Kalibrierzertifikat. Bereits vorhandene Zertifikate können angezeigt werden und das XML heruntergeladen werden. Natürlich können Services ausfallen. Dies sollte jedoch keinen Einfluss auf das Gesamtsystem haben. In der Administrationsoberfläche kann man die Verfügbarkeit der einzelnen Services sehen. Dort ist auch zu erkennen, dass der Verifikationsservice nicht erreichbar ist. Am unteren Rand werden die Hash-Summen der Services eingeblendet, um zu überprüfen, ob die Services noch integer sind. So soll die Vertrauenswürdigkeit und Transparenz in die digitalen Dienste erhöht werden. Zusätzlich wird die Schnittstellendokumentation via Swagger für interne und externe Entwickler verlinkt. Wir bedanken uns beim BMBF und ESF für die finanzielle Förderung des Projekts. Weitere Informationen zum Angewandt-Projekt finden Sie auf angewandt.de.